Mein Name ist Amberg, Matthias Amberg. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familie- und Erbrecht in Aschaffenburg sowie Inhaber der Kanzlei Matthias Amberg. Wir haben heute wieder ein spannendes Thema, meine Damen und Herren. Namensänderung nach der Scheidung, ich will so heißen wie ihr. Und zwar haben wir ja aus dem ganzen Bereich des Familienrechts immer wieder Fälle bei uns in der Kanzlei und so auch einen aktuellen Fall. Und zwar kam eine Mandantin zu mir, die glücklich in zweiter Ehe verheiratet ist. Sie hat in der zweiten Ehe auch ein weiteres Kind geboren, hatte allerdings aus ihrer ersten Ehe eine Tochter, die Marie, die mittlerweile 13 Jahre alt war. Und die Mutter hat nach der zweiten Eheschließung den Namen ihres zweiten Ehemannes angenommen. Das Kind, was aus der zweiten Ehe oder in der zweiten Ehe geboren worden ist, heißt jetzt so wie Vater, Mutter. Plus Marie. Marie hat noch den Namen aus der ersten Ehe, sprich den Namen des ersten Ehemannes. Und da tauchte dann die Frage auf, dass nämlich Marie unbedingt so heißen möchte wie ihre Mutter. Teilweise hat sie sogar schon bei Schulaufgaben mit dem Nachnamen der Mutter unterschrieben, obwohl sie eigentlich ganz anders hieß. Und der Wunsch der Mandantin war, Herr Amberg, können Sie nicht irgendwie erreichen, dass Marie so heißt wie wir, das ist der sehnlichste Wunsch von Marie. Nun, die Rechtsprechung zu diesem Thema ist eigentlich relativ eindeutig gewesen. Die Mutter kann jederzeit nach der Scheidung wieder ihren Mädchennamen annehmen oder, wenn sie wieder heiratet, den Namen ihres zweiten Ehemannes. Das ist total unkompliziert, hat auch nichts mehr mit dem Ex-Ehemann zu tun. Aber das gemeinsame Kind, die gemeinsame Tochter in unserem Fall, kann nicht so einfach den Namen ändern. Das braucht die Zustimmung des Vaters, sprich des geschiedenen Ehemannes. Und der Vater hat natürlich oft kein Interesse daran, den Namen, die Zustimmung zur Namensänderung zu geben, weil er sagt, das ist meine Tochter, ich möchte da auch über den Nachnamen nach außen hin erkennbar mit meiner Tochter, mit meinem Kind verbunden bleiben. Insofern ist das auch nachvollziehbar. Es gibt aber gewisse Fälle, wo man durchaus sich überlegen muss, macht das noch Sinn? Und zwar war das vor allem früher ein Thema, wo die Scheidung ja noch nicht so up-to-date war wie heute, meine Damen und Herren. Jede dritte Ehe wird mittlerweile geschieden. Früher war das noch ja, ein Sakrileg, sich scheiden zu lassen. Und da wurden Kinder oft gehänselt, dass sie nicht so hießen oder weil sie nicht so hießen wie ihre Mutter. Die Zeiten haben sich geändert. Das heißt, allein die Tatsache, dass die Eltern geschieden sind, führt sicherlich nicht zu einer Kindeswohlgefährdung. Und das war nämlich die Voraussetzung dafür, dass die Zustimmung des geschiedenen Ehemannes ersetzt wird bei einer Einbenennung, so nennen wir Juristen das, wenn also das Kind den Namen der Mutter annimmt. Und da war nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in der Tat so, dass diese Zustimmungsersetzung vom Vater nur dann erfolgt ist, wenn eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, wenn also wirklich das Kind einen massiven Schaden nimmt. Das war relativ klar, von daher in den meisten Fällen mussten wir sagen, ja, wir verstehen das, aber rechtlich haben wir keine Chance. So, und dann kam allerdings das Oberlandesgericht Frankfurt. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat in einer aktuellen Entscheidung den Sachverhalt oder die Rechtslage ein bisschen anders beurteilt. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat gesagt, dass keine Kindeswohlgefährdung für diese Einbenennung erforderlich ist. Es vielmehr ausreicht, wenn das Kind den Namensunterschied zu seiner neuen Familie als belastend empfindet, wenn es selbst die Namensänderung wünscht und keine enge Bindung zum leiblichen Vater besteht. Also auch ganz wichtig. Wenn eine enge Beziehung zum leiblichen Vater besteht, dann kann ich auch nach der neuen Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Frankfurt diese Einbenennung nicht erzwingen. Bloß, meine Damen und Herren, wenn eine enge Bindung besteht, wird wahrscheinlich das Kind auch nicht auf die Idee kommen, unbedingt anders heißen zu wollen als der heißgeliebte Vater. Das heißt, wir haben hier auch immer eine Konstellation, in der zwischen Kind und Vater keinerlei Kontakt mehr besteht. Und so ist es auch in unserem aktuellen Fall mit der Marie. Da haben wir nämlich auch diese Situation,
dass der Vater, der leibliche Vater, keinerlei Kontakt zu Marie hat, sogar seit Jahren diesen Kontakt ablehnt. Wir haben in der Situation im aktuellen Mandat den Vater angeschrieben und haben ihn im Namen von Marie gebeten, dieser Umbenennung, dieser Namensänderung zuzustimmen. Der Vater hat tatsächlich reagiert, hat gemeint, klar, wenn ich keinen Kindesunterhalt mehr zahlen muss, stimme ich zu, ich verkaufe quasi diese Zustimmung. Das ist sicherlich nicht im Kindeswohlinteresse, meine Damen und Herren. Deswegen haben wir das Verfahren jetzt eingeleitet mit der Argumentation des Oberlandesgerichts Frankfurt. Wir haben nämlich alle Kriterien erfüllt. Wir haben keinerlei Bindung von Marie zu ihrem Vater. Wir haben den sehnlichsten Wunsch von Marie, den Kindeswillen, dass sie so heißen möchte wie ihre eigentliche Familie, nämlich wie Mutter, Vater und ihr Bruder. Und wir haben die Situation, dass der Vater nochmal deutlich, der leibliche Vater deutlich gemacht hat, es geht ihm hier nicht um Marie, es geht ihm hier um finanzielle Interessen, die er über das Kindeswohlinteresse hinaus stellt. Nach meiner Auffassung ist in dieser Situation sicherlich es gerechtfertigt, dass die erforderliche Zustimmung des leiblichen Vaters zur Einbenennung ersetzt wird. Sie merken, meine Damen und Herren, wie spannend das Familienrecht ist. Und wenn Sie zu diesem Themenkomplex Fragen haben, wie immer können Sie auf unserer Homepage www.ra-amberg.de nachschauen. Ansonsten, wenn Sie eine individuelle Beratung haben wollen und diese Ratgeberspots können keine individuelle Beratung ersetzen, wenden Sie sich an den Anwalt, an die Anwältin Ihres Vertrauens. Ich hoffe, Sie fanden dieses Thema interessant. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald.